Hallo meine Freunde und willkommen zurück zum Let's Play Together Minecraft und wir haben schon die erste Begegnung mit dem Pillagern hier. Ne, ist kein Diener dabei. Au! So. Die erste Begegnung mit den Pillagern und wir haben leider den Debuff von denen. Alter, das war jetzt knapp gerade mit mir. Ich habe nur noch 2,5 Herzen gehabt. So, Freunde, ich habe ja hier dieses Schild und da kann ich euch gleich was zeigen. Wenn ihr Plünderer-Banner habt, könnt ihr natürlich auch mit anderen Bannern machen. Könnt ihr daraus ein Pillager-Schild machen. Da, hier für den Tracker Marco kann das hier sehen. Mhm. Dazu müsst ihr mal in meine Aufnahme kommen. Oder beziehungsweise ich werde mal vielleicht kurz das Schild aufnehmen, dann könnt ihr es auch beim Holy sehen. Ey, das ist mein Schwert. Ja, jetzt hast du mein Schwert. Schmeiß mal mein Schwert zu. So, kurz mal hier. So. Dann seht ihr das auch nochmal beim Holy. Ja, mach dein Schild aus. Ja, da sieht man es. So sieht das Ganze dann aus. Also, man kann auch, wie gesagt, mit eigenen Banner. Vorlagen, da auch eigene Motive machen. Da. Aber es ist echt schon mies, dass wir gleich bei so einer jüngsten Folge gleich schon auf Plünderer treffen. Warte, ich habe auch noch Weizenkörner. Ja, ich habe mir jetzt auch schon die Erlaubnis genommen, hier, Freunde, ein Feld anzulegen. Ja, und ich habe die Lagerfeuerstelle, liebe Freunde, jetzt mal ganz kurz noch schnell zu Ende gemacht. Ja, so sieht das ganze schöne Schmuckstück aus. Also kann man sich jetzt schon hinhocken und was braten, wenn man will, oder einfach entspannen. Mhm. So, und wie gesagt, wir haben jetzt hier schon einen schicken Garten angelegt, schickes Feld. Jetzt wäre ich neugierig, kann ich schon... Nee, glaube ich, kann ich nicht. Ich überprüfe mal was. Hallo, nicht lecken, dankeschön. Das wäre vom Vorteil, wenn es nicht lecken würde. Klack, klack. Klack, klack. Ui, hahaha. Okay, das kann ich komischerweise noch nicht herstellen. Den Kompost kann ich noch nicht herstellen, aber das kann ich herstellen. Das Fass. Da schlägt das Fass den Boden durch. Haha. Das stellen wir jetzt einfach mal hier dazu zu der Truhe, verdammte Scheiße. Ich gehe mal Sand holen. Ja, und ich stecke hier weiter das Haus aus. Das heißt, es ist oben ist das Gebot, dass wir das da fertig kriegen. Weil das Schlimme daran ist, je mehr Plünderer man tötet, desto höher werden die Wellen. Und das kann übel ausgehen. Da nerven die uns nicht nur noch. Und das ist ungefähr wie wenn man Zombies spielt oder so. Ja, genau. Weil da kommen ja auch verschiedene Wellen. Desto stärker werden sie halt. Wir werden aber den Keller später ausheben, habe ich entschlossen, wenn wir überhaupt einen Keller bauen. Also ein Lager werden wir definitiv bauen. Aber ein Lager bin ich noch am Überlegen. Ja, mit Lager bin ich auch am Überlegen. So, dann das nimmt ja auch wieder dann Zeit in Anspruch. Ich besorge uns gerade mal ein bisschen Essen hier. So, ja, Essen ist immer gut, Essen ist wichtig. Ich bin mittlerweile Level 4. Ich bin Level 8. Aber du bist 4 Jahre alt. Oh, wie süß. Oh, du bist 8 Jahre alt. Oh. Oh. Ich habe ein Dorf gefunden. Ja, gut. Das ist hier in den Schwarzeichen. Ist hier. Und hier sind jede Menge Strohballen. Nimm mit, definitiv mitnehmen. Okay, gut zu wissen, dass ein Dorf gleich um die Ecke ist. Deswegen, die waren wahrscheinlich gerade zum Dorf unterwegs, kann das sein? Es musst du aber erstmal suchen. In dem Schwarzeichen. Hast du Stift und Papier dabei? Am Tisch bei dir liegen? Nein. Warte mal. Wegen Koordinaten oder so? Wegen Koordinaten. Warte, das mache ich jetzt mal ganz fix. Du musst das mir jetzt. Ich kann
Ich kann auch screenshotten. Ja, dann mach einen Screenshot, genau. Hab ich schon. Dann können wir uns nämlich zum Dorf hinporten. Ah, und hier gibt's auch hier diese komische Säge hier. Ja, die Steinsäge. Nimm am besten alles Gemüse aber auch mit. Und am besten leg dich mal in ein Dorf in einen der Betten, es wird schon wieder dunkel. Aber es schaut geil aus, der Sonnenuntergang, hey. Wow. Hey, ich habe einen Schmelzofen gefunden. Einen großen? Ja, oder? Schaut Hammer aus. So, jetzt hinlegen. Zack, zack. Warte. Bin gerade dabei. Beeiligst uns. Oh, ich dachte schon, die Monster vernaschen mich jetzt zum Abendbrot. Brauchen wir einen Kartentisch? Ja, unbedingt. Definitiv. Ja, weil das haben die ja hier alles. Ja, wir leihen es uns aber. Hier ist eine Kiste mit einer leeren Karte. Ein paar Mal Papier, ein bisschen Brot, ein Stick. Nice. Wir leihen es uns nur, Freunde. Wir klauen es nicht, wir leihen nur. Aber mittlerweile sind die Dörfer echt schöner geworden. Ja, definitiv. Vielleicht so damals. Du müsstest immer Akaziendorf-Dörfer sehen. Die schauen Hammer aus. Da haben sie sich auf die Idee, sind die auf die Idee gekommen, dass es sogar Dörfer auf Stelzen, Häuser auf Stelzen gibt. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Warte mal, da habe ich eine Idee. Boah, da ist ja immer noch Weizen. Alles mitnehmen, ist alles fressi für uns. Ich habe aber bisher noch keine Felder gefunden. Okay. Weißt du, vor allem fressi, weißt. Oh Mann. Ja, das klingt so voll, als ob wir verfressen sind. Ja, sind wir doch auch. Wir essen den Dorfbewohner die Haare vom Kopf. Und Haare sind sehr vitaminreich. Nur bloß, was ich hier auch noch mitnehme, das sind die Fackeln. Die nehme ich mir auch noch mit. Weil wir haben noch nicht so viel Kohle. Ja, außer in unserem Geldbeutel. Also ich zumindest. Ja. Money. YouTube Money. Ja, das ist YouTube ist, macht mich reich. Das war's. Das ist auch das Witzige, dass es immer noch Leute da draußen gibt, die andere Leute damit verarschen. Damit verarschen wollen, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. YouTube und Geld verdienen. Höchstens, was wir mit unseren Abonnentenzahlen ja erreichen könnten an Geld. Das ist vielleicht, dass wir uns gerade mal einen Döner leisten könnten. Ja, ein halber Döner. Naja. Ganz ehrlich, Freunde. Ja, man kann mit YouTube Geld verdienen. Ein kleines Taschengeld kann man sich verdienen. Aber es wird nie reichen für Stromrechnung. Wohnung. Wasser, alles, was halt zu einer Wohnung dazukommt. Miete, Strom, Wasser, Gas, Heizung, alles etc. Das wird niemals dafür reichen. Außer du machst natürlich so viele Videos am Tag. Ne, also dann. Es kommt ja nicht drauf an, wie viele Videos du am Tag machst. Es kommt darauf an, wie hochwertig die Videos sind. Und ob du überhaupt, eine Reichweite damit dir aufgebaut hast, weil dann kannst du trotzdem 100 Videos machen und trotzdem nichts verdienen. Soweit wie ich weiß, pro 1000 Aufrufe verdient man 1 Euro. Ja, wow. Erreiche mal 1000 Aufrufe. Ich hatte schon mal auf einem alten Video hatte schon mal über 1000 Aufrufe. Ja, die sammeln sich aber auch mit der Zeit. Also das schnelle Geld kann man mit YouTube bestimmt nicht machen. Also das heißt also, wenn jetzt die großen YouTuber ja zum Beispiel 100.000 Aufrufe machen, müssen die so rund um die 100 Euro kriegen. Circa, pro ja. Pro Video. Circa, zum Beispiel Kong macht er jetzt mit einem neuen Let's Play oder so vielleicht gute 300.000 Aufrufe. Ja, man hat seinen Resident Evil 7 gesehen. Das kam ziemlich gut an.
Boah, da hat er auch schon mal ganz schön gute paar hundert Euro gemacht. Du, das ist auch krass. Wir haben hier in der Nähe ein Loch, wo ganz nach unten führt und ganz unten ist ein Minenschacht. Ja, das ist doch hier das, was ich doch sagte. Ja, wir brauchen aber definitiv jetzt noch ein bisschen Bruchstein. Ja, willkommen zurück. So, ich habe jetzt einmal die Steinsäge. Ja, die Steinsäge. Den Kartentisch. Meinst du, die Steinsäge werden wir jetzt schon brauchen? Dann den Schmelzofen. Ja, das ist jetzt definitiv. Lol, ich habe von einem Pillager eine Armbrust bekommen. Alles klar. Die ist noch fast gut, da fehlt bloß noch ein Stückchen, dann wäre die wieder ganz. Ey, wirklich, ne, ich hab 53 Strohballen jetzt da rausgeholt aus dem Dorf. Das ist eine Menge Brot. Ja, soll ich das mal in Weizen aufteilen? Ja, wandel das mal wieder in Weizen um. Ja, ich weiß, Freund, da ist. Warte mal. Da ist Kohle, aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, es sind auf jeden Fall über 6 Stacks. Ja, dann mach daraus gleich mal, daraus Brot. Und was ich sagen wollte, ja, ich weiß, Freund, da ist Kohle, aber mir ist jetzt erstmal Stein wichtiger, weil wir brauchen ja den Boden, müssen ja den Boden fertig machen. Boah, ey, über 7 Stacks, ne, sind das. Ja, und wie viel Stacks Brot ist das? Weiß ich nicht. Ja, test das mal aus. Ja, gleich, Moment. Wenn ich genug Platz habe. So. Weil ich weiß nicht, wie viel Brot das wird. Deswegen tue ich jetzt mal deine Kiste kurz voll mühen. Ja, mach ruhig, alles gut. Weil du bist ja der Sortierer unter uns. Ja, es wird erstmal richtig sortiert, wenn auch ein Lager da ist. Wo sich das Sortieren auch lohnt. Ach, wenn diese komischen Steinschichten nicht wären von Granit, Andesit und so weiter. Ich brauche Bruchstein. Da baue ich mir jetzt auch seitwärts rein. Wie viel Bruchstein habe ich schon? Es sind 2 Stacks Brot und die Hälfte und ein halber Stack Brot. Ja, das ist gut. Da haben wir schon ein bisschen vorher vorausgesorgt. Mhm. Na bloß, was ich jetzt schade finde, dass da jetzt wieder keine Felder waren für Karotten und rote Beete und so. Das ist schade. Ja, ich glaube, das, was du da entdeckt hast, ist so ein neuartiges Dorf. Ich tue dir mal 2 Stacks Brot rein. Okay, hier ist so eine Höhle, eine Unterwassersee. Ich habe uns jetzt direkt aufgeteilt, das Brot. Ja. Wenn du willst, kann ich noch ein bisschen Bruchstein noch hier in das Haus da reinsetzen. Ja, ich habe auch jetzt ein bisschen noch gesammelt. Mach mal. Anfangs an hatten wir so viel. Jetzt haben wir von einmal wieder so wenig. Ja. Das kommt halt darauf an, weil wir halt eben Werkzeug daraus machen und so weiter. Was auch ganz wichtig ist, was wir uns auch auf die Suche machen werden, ist nicht erstmal Kies, weil wir brauchen auch Flint und wir werden uns auch eine riesige Hühnerzucht anbauen, weil wir brauchen Federn für die Pfeile. Definitiv ist mein neues Lieblingswort. Und Leute, und ich werde mich darum kümmern, dass wir Kühezucht bekommen. Kuhzucht. Ja, Kuhzucht. Oder halt, ne? Rinderzucht. Rinderwahn. Aha. Rinderwahnsinn. Rinderwahnsinn, Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hasse die deutsche Sprache. Ja, wenn ich es perfekt könnte, könnte ich ja auf Bayerisch machen, aber das ist ein Problem, verstehst du? Oh, blöse nicht. Ob der Scheiße. Oder Zipfelklatscher. Versuchen ja, mein Bayerisch ist auch nicht komplett perfekt, ganz ehrlich. Ja, und ich versuch's zumindest. Ja, ist ja auch gut. So, dann. Vor allem, ich war ja doch mal in München, ne? Ja. Viele sagen immer, dass die bayerische Polizei immer so übelst negativ auf ihn wirkt, so. Aber die Polizisten, die ich so kurz mal gefragt habe, ne, wo es zum Karlsplatz geht, die waren total freundlich.
Ich weiß nicht, was manche haben. Ja, das ist total freundlich. Ja, es kommt halt total freundlich. Es kommt ja drauf an, was sie für Polizisten getroffen haben. Wenn es ein neuer ist, der gerade frisch seine Ausbildung hinter sich gebracht hat, dann... Nee, das waren schon so etwas ältere. Also das heißt, die sind dann schon länger dabei. Weil ich denke mal nicht, also die waren bestimmt schon über gute 50. Ich denke mal nicht, dass sie erst bei der Polizei angefangen haben. Die werden schon ein paar Dienstjahre haben. Ja. So, da haben wir schon klopp, mal. Klopp. Dann haben wir schon mal eine die Tür. Türen, die eine Tür ist aus dem Falschraum gesetzt. Ja, dann baust du richtig hin. Jetzt ist er richtig. Ah, ne, ja. Da kommt wahrscheinlich der Fehler hin, oder? Ja, ich dachte schon. Ich dachte, ja, da kommt ein Fehler hin, da links und rechts. Wieso kann man sich eigentlich an der Steinsäge nicht wehtun? Ich hab. Sei doch froh, sonst hättest du wieder was zu meckern. Ich sag nur Lagerfeuer. Ja, dass du es dir selber jetzt so hingestellt hast, dass du dich verbrennen kannst. Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das eine hast du aus Versehen 1 zu hoch gemacht. 3, 4, 5. Wie? Na, das hier ist so hoch. Ist das 6? 6 Blöcke hoch? Ne, das ist 5. Ja, ist ja auch beabsichtigt so. Achso. Juhu! Und schlafen. Auf den Kopf gelandet. War ich schon erstmal den Spielepartner bewusstlos treten, indem er auf seinen Kopf springt. Bam! Bam. Oh, voll lange auf den Kopf. Eieiei. So, und dann mache ich das. So. Dann mache ich das hier wieder. 1, 2, 3, oder geht's mir. Ja, ich hab noch ein bisschen. 4? Ich hoffe, das sind 4. Ja, leider können wir das. Das hat gut getan. Leider können wir das mit den Gerüsten noch nicht machen. Dazu bräuchten wir nämlich eins erstens Fäden, zweitens Bambus. Pampus. Bambus. Bambus. Bambus natürlich. Weißt du, in der einen Folge mich bei einem Wort korrigieren, aber dann selber. Weißt? Ja, ich mach das ja nur aus Spaß, ich weiß doch, wie es gesprochen wird. 3, 4, ja, mit deinem Bambus. Bus, ne? Leute, ist natürlich alles nur Spaß. Ich will mich in Wahrheit nicht auf dumm stellen. Ah, dass du es endlich mal zugibst, hey, ich bin stolz auf dich. Ich mach's manchmal nur aus Spaß, dass ihr auch mal was zum Lachen habt. Das haben wir eigentlich schon so, aber okay. Was soll denn das jetzt heißen? nix, alles gut. So. Ich baue das erste Gehege und das am besten für die Kühe. Weil wir brauchen Leder. Und erstens, das Fleisch von den Kühen, das bringt einen viel mehr Hungerkeulen, als wenn man jetzt zum Beispiel Hühnchen isst. So viel muss man schon Erfahrung haben. Ich baue mal ein etwas größeres Gehege. Ja, mach das. Weil ich ja nicht weiß, wie viel wir dann irgendwann eines Tages haben. Ja. Die ganze Map voll nicht Spaß. Na, das würde ich dir zutrauen. Ja, dir würde ich das zutrauen. Ja, ich bin schon so einer, der so extrem groß baut. Ich sehe es am Server. Ja, ja. Ja, dadurch leckt sogar schon mein PC, ne? Dann liegt's aber an deinem Internet, nicht am PC. Okay. Ach scheiße, jetzt haben wir ja alle Weizen verbraten. Ach nee. Oh. Oder? Scheiße. Oder so. Ah nee, ich sehe hier schon eins auf dem Feld. Das ist gut. Ja, nimmst du. Das ist gut, das eins. Ja, dann nimmst du. Ich hab's jetzt schon genommen. Kühl, kommt mal mit. Nein, Schaf, du kommst nicht mit. Schaf, ich will dich da drin nicht haben. Nein! Oh, ich will nicht die Kuh treffen. Nein! Kuh! Nein! Nein, ich mag nicht. Nein! Kuh! Pussy! Pussy ist von der Kuh. Alles klar. Oh, ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge, aber der Marco darf jetzt noch das Tier hier einfangen. Ich renne jetzt auch nichts mehr. Ich bleibe jetzt in der Richtung stehen, Freunde, weil ich will mir noch ein bisschen Schwarzeichenholz dann holen. Ihr seht, das geht jetzt schon voran mit dem Haus. Also es wird ein schönes großes Haus für zwei Leute.
Der Marco muss jetzt auch nicht bei mir stehen. Ihr seht ihn da hinten gerade, wie er gerade die Kuh reinlockt. Dann sage ich mal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Wir bedanken uns beide. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sagen auch Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Together Minecraft.